Die Guardians-Wochen bei McDonald's sind noch nicht ganz vorbei. Im heutigen One-Shot geht es um die wunderbaren 5 Credit-Scenes, die wir bekommen haben. Und aus logischen Gründen packe ich hier direkt auch den Stan Lee-Cameo noch mit rein. Und ich glaube, es macht Sinn, wenn wir diese der Relevanz nach behandeln. Angefangen wird daher mit Craiglin, der von Peter Yondus alten Pfeil als Art Andenken bei der Bestattung erhalten hatte. Nun probierte er dieses Teil zu kontrollieren, hatte eine Finne auf dem Kopf und pfeift rum, woraufhin der Jakob-Pfeil ein bisschen rumhüpft, abhebt und sich bewegt. Mit einem großen Pfiff schießt der Pfeil dann allerdings um die Ecke und Drax direkt in den Hals, was Craiglin so nicht geplant hat, was an seiner Panik gut rüberkam. Ich sehe die Szene als reine Spielerei. Sean Gunn bekommt hier einfach noch ein bisschen Spotlight ab, Craiglin wird als Teil der Crew dargestellt und ein klein wenig lassen sie ein Schlupfloch für eine Art Yondu-Figur offen, auch wenn ich nicht glaube, dass Craiglin diese wirklich ausfüllen wird oder kann. Nach den jüngsten Aussagen von Gunn war der Tod von Yondu wirklich final. Seine Anwesenheit bei der Infinity War Produktion könnte also auf Flashbacks hindeuten oder eventuell ist es einfach nur ein Besuch von einem alten Guardian gewesen. Als nächstes haben wir Papa Quill mit seinem heranwachsenden Groot. Eine putzige Szene, die uns hauptsächlich zeigen soll, wie Groot weiter zurück zu seiner alten Form finden wird, aber eben auf dem Weg eine doch eher menschliche Pubertät durchläuft. Das ist sozusagen die Weiterentwicklung der Credit-Scene mit Drax und Groot aus dem Vorfilm. Eine besondere Note wurde der Szene dann aber durch die Konversation verliehen, wodurch Peter versteht, wie es ist, aus dem Nichts heraus ein Kind zu erziehen und dadurch auch Yondus Art etwas mehr begreifen kann. Mehr steckt aber da auch nicht wirklich drin. Die nächste Szene ist dann etwas größer und hier nehme ich auch einen Ausschnitt aus dem Hauptfilm mit rein. Der Stan Lee Cameo war in meinen Augen der beste im gesamten MCU, denn nicht nur gab es eben 2 geteilte Szenen, wo der Altmeister seine Zeit bekam, sondern darin zu sehen, war er an der Seite der Watcher. Im Film selbst berichtet er diesen davon, wie er mal für FedEx gearbeitet hat, was eine Anspielung auf seinen Cameo in Captain America Civil War war. In der Post-Credit-Scene sieht man dann, wie er seinen Kollegen noch mehr erzählen möchte, doch diese sich auf den Weg machen, um wohl ihrer eigentlichen Aufgabe wieder nachzugehen. Stan dachte auch, dass die ihn mitnehmen bzw. wo absetzen würden, was für unseren Cameo-Helden, der auch sicher in Sakaar auftauchen wird, doch wirklich lustig geschrieben wurde. Übrigens interessant noch zu wissen ist die Aussage von Kevin Feige, der in Interviews indirekt bestätigt hat, dass Stan Lee im Marvel Cinematic Universe eine Art Uatu the Watcher sein soll, wodurch auch die Kollegen in Stans Aussagen plötzlich mehr Sinn machen. Die Guardians 3000 wurden im Film 3-mal konkret behandelt. Erst wurde die Beziehung zwischen Stakar, Martinex und Yondu gezeigt, woraus kommt, dass Yondu wegen Egos Auftrag bei den anderen in Ungnade gefallen war, weil er den Ravager-Kodex gebrochen hatte. Das 2. Mal durften wir sie dann bei der Bestattung von Yondu sehen, wo die verschiedenen Captains von seinen aktuellen Taten durch Rocket erfahren hatten und zum traditionellen Ravagers Abschied kamen. Und dann gab es aber noch diese große Credit-Scene, wo die relevanten Captains zusammenkamen. Stakar formulierte es sehr passend, dass es leider den Tod von Yondu brauchte, um sie wieder zueinander zu bringen. Nicht nur bedeutet das, dass die Guardians 3000 im MCU schon mal aktiv waren, sondern dass sie jetzt auch wieder gemeinsame Sache machen. Ob nun in einem eigenen Teil-Franchise oder als Unterstützung für den 3. Teil, ist noch nicht absehbar, aber Stakar, Charlie 27, Martinex, Tanaka, Krugar, Mainframe und die Werte Michelle Cheo, die zwar als Alita gelistet wurde, aber wirklich mehr wie Replica Nikki oder Drake aussieht, werden wir in Zukunft sicherlich nochmal in dieser Kombination zu sehen bekommen. Ganz ehrlich noch, eine getrennte Starhawk-Figur habe ich absolut nicht kommen sehen. Und dann gab es da noch diese eine goldene mit Credit-Scene, die auf einen Schlag alleine zig verschiedene Sachen aufsetzt und gleichzeitig für ein warmes Gefühl an dieser normalerweise kalten Stelle gesorgt hat. Ayesha, Leiterin der Sovereign, fertig mit der Welt in ihren Räumlichkeiten, als ihr von einer Dienstkraft über die Reaktionen eines Councils berichtet wird. Was übrigens entweder auf sowas wie die Universal Church of Truth oder sogar in der Theorie eine Form des Council of Godheads rauslaufen könnte. Beides durchaus vorstellbar, was schon mal eine der möglichen Richtungen fürs MCU sein könnte. Und dieses Council übersteht Ayesha, die von diesen auch finanziert wird, weswegen die Church
doch noch etwas wahrscheinlicher ist. Fakt ist aber, dass die Sovereign ja in Sachen genetischer Auslese gelenkt wurden und Ayesha blickt dann auf eine neue Geburtskapsel, was bei den Sovereign der ganz normale Weg der Reproduktion ist. Doch diese Kapsel schaute nicht nur besonders aus, sondern enthielt auch eine sehr besondere Figur, die sie so liebevoll Adam tauft. Hier schlummert nun also Adam Warlock, wodurch auch das ganze alte Kokor Easter Egg offiziell hinfällig ist. Him, Magus, Goddess und alles, was zu Warlock sonst noch dazugehört, alles wird hier aufgesetzt. Alles. Tatsächlich verliert die Him Infinity Stone Theorie durch das Timing etwas an Wahrscheinlichkeit, aber grundsätzlich ist er nun noch rechtzeitig im MCU, um dahingehend eine Rolle spielen zu können. Sie drehen die Origin-Geschichte von Ayesha bei Adam etwas rum, was auch für die Sovereign in der Zukunft noch einiges bedeuten könnte. Diese Szene alleine war es wert, nach Filmende sitzen zu bleiben und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wann Adam schlüpft, von wem er dargestellt wird und welche Rolle er im MCU einnimmt. Das war's dann auch für heute. Fragen und Kommentare sind wie immer gerne gesehen. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat und abonniert, um keine Folge von Marvelous zu verpassen. Vielen Dank fürs Reinschalten. Macht's gut. Caps out.